Ja, ein herzliches Hallo zu F1 2013 mit der 2014er Mod und aus aktuellem Anlass Jules Bianchi nach seinem Unfall hier in Suzuka fahre ich auch ein kleines Special und will ihm hier auf diesem Wege alles Gute und gute Besserung wünschen. Ich fahre hier mal ein 50% Rennen mit seinem Auto und mit ihm. So als ja, kleinen Glücksbringer vielleicht. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an hier mit dem Marussia. Ich komme zum Beispiel eh nie zu einem Team, wo ich da hinten fahre. Wir starten einfach von hinten. Ich starte da ganz hinten. Quali war ich gerade ganz schlecht. Letzter Platz. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Starte mit der härteren Mischung und ziehen wir dann zweimal die Weiche auf. Ja, die Harte am Start ist zwar prinzipiell nicht so mein Gebiet, aber von ganz hinten muss man das wahrscheinlich eher trotzdem sowieso probieren. Also von der Warte aus gesehen, was haben wir da eigentlich? Ricardo auf der Pole. Sehr schön. Ricardo hier bärenstark vor Rosberg, Hamilton. Und ja, wären jetzt 16er, genau, das sehen wir jetzt da nicht. Aber Ricardo wieder sehr gut unterwegs. Wunderbar. Ja, reden wir nicht lang herum. Gehen wir einfach auf die Strecke, hätte ich gesagt. Und ja, hier haben wir Ricardo. Oh, da bin ich schon sehr gespannt, wie es der hier beim, wie der es hier beim 50% Rennen schlägt. Hier sind wir. Nein, das war Max Chilton, sorry. Hier ist Jules Bianchi. Ist eigentlich Franzose und hat aber oben am Helm was Englisches. So eine Fahne in Schwarz-Weiß. Das muss ich auch noch ein bisschen recherchieren. Ah, da links habe ich noch meinen Käthe-Helm, der dann nicht ganz die Lackierung, die muss ich wieder. Ja, rüberspielen dann. Ich hatte das schon eine neue gehabt, aber irgendwie war das nicht das, was ich mir vorgestellt habe. So, jetzt konzentrieren wir uns da mal. Da biegt schon der erste ab. Das war, ich habe nur eine deutsche Fahne gesehen. Das könnte subtil gewesen sein mit dem Sauber. Das ist der einzige, was weit hinten ist nochmal. Oh, ich gehe mal durch. Ich weiß gar nicht, wo die Kurve. Also bei mir ist jetzt gerade Sonntagabend nach dem Grand Prix. Das mit dem Kollege? War das da irgendwo? Ich glaube, da muss es irgendwo gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Schnelle Kurve irgendwo. Ich beim Sauber. Eriksen da vor uns. Ja, mein Ziel wäre mal hier. Oh, ui. Erstens mal meinen Teamkollegen zu schlagen. Dann die beiden Ketterhebs natürlich und schauen, ob wir da Sauber oder irgendwas oder irgendwen noch ärgern können. Das wäre mein größtes Ziel, da sind wir schon 16 da. Nach dem katastrophalen Qualifying, was ich da gehabt habe. Aber warten mal hier die ersten Runden ab. Wie es uns so geht. Da ist schon Hülkenberg. Ui, da kommt mein Heck. Aber wenn alle halbwegs ihren Speed haben, werde ich da bei meinem Roadster wahrscheinlich eh nicht wirklich so mitkommen können, ja. Frosch im Hals. Ja, wir müssen gleich ein bisschen vorbeiboxen, ja. Mal und auf der 12. Vor ein bisschen schwer. Das ist leider die KI, die da jetzt doch jetzt da alle zusammen waren, extrem blöd gebremst hat. Und nachdem, was ich da bei den Videos gesehen habe, ist die KI nicht wirklich verbessert. Beim 214er leider. Also was ich gesehen habe, das war nicht sehr berühmt. Ja, aber dann können wir es noch halbwegs blicken lassen hier mit uns. Also ich meiner Leistung. Auf der P12 hier. Oder habe ich den falschen Helm auf? Oder hat das Spiel den Helm von Chilton da irgendwie. Eieieiei. Oder hat er so einen Helm? Ich habe keine Ahnung. Das muss ich noch recherchieren. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Oh, mein Auto, ja, mit den Weißen. Das Auto liegt nicht so Bombe, muss ich sagen. Ich fahre normal immer über die vorderen Autos. Das ist nicht so einfach hier. Kann man sich gleich ein bisschen reinversetzen in die Fahrer, die da hinten
mit den Autos fahren, die nicht hier top dabei sind. Weil es nicht mal vom Lenz oder ein schnelles Auto, keine Frage, aber jetzt im Vergleich zu den Spitzenautos fehlt da natürlich überall ein bisschen was. Jetzt mal ein Auto, aber ich schau mal aus. Ja, ganz gut, würde ich denken. Ja, okay, das Verhalten war noch halbwegs okay. Wie schauen wir eigentlich aus? Runde 11 sollte man reinkommen. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Das ist richtig. Das könnte Schwierigkeiten. Das könnte schwierig werden, dass den Abstand hier. Außerdem ist es ein Lotus und der ist auf jeden Fall schneller wie ich normalerweise. Hinten sind eh alle. Wenn sie sich jetzt schon langsam halbwegs einfahren, könnte es eh schwieriger werden für mich. Und da wird ein bisschen vorsichtiger ans Werk gehen. Hier die Haarnadel. Wir rauf. Okay, es war wieder zu früh gebremst. Aber da mache ich sicher noch einen Fehler in der Passage da hinten auch. Das ist wieder so ein Eck, dass man nicht liegt. So, wie schauen wir da hinten aus? Da schauen wir gleich gut aus. Jetzt haben wir da ein bisschen Luft. Jetzt können wir da ein bisschen frei mal fahren ein paar Runden. ...1,40,4. Jetzt haben wir da gleich einmal einen Vergleich. Da ist schon 1,40. Wie für ein 43,4, 3,5 Sekunden langsamer, ja, das ist so okay, würde ich sagen. Nein, okay ist es nicht, aber okay ist fürs Auto. Das Heck auch relativ instabil. Ich habe das gleiche Set im Red Bull. Ja, wird sich ja denken können. Da wird sich einiges mehr abspielen vom Grip her. Langsam komme ich ein bisschen rein, 17 schon schnell in der vorigen Runde. Ach, Ich bin auf jeden Fall als erst betätigen. Bin gespannt, wie sie es da beim Event 2014 gelöst haben. Nochmal immer, falls noch keiner weiß, also falls es noch nicht jeder weiß, 17. Oktober kommt F1 2014 und ich werde auch da dann so schnell wie möglich gleich das erste Let's Play bringen und die Karriere dort starten, keine Frage. ...40-1 Hamilton haut da eine nach der anderen raus. Ja, und ich komme hier Grosjean auf 11 sogar nach, unglaublich, mit Bianchi im Marussia. Deswegen wegen seines Crashes heute ein kleines Special meinerseits. Das muss einfach drin sein und natürlich die Genesungswünsche. Nach meinem Wissensstand ist er da schon einmal jetzt operiert worden, jetzt heute Sonntagabend bei mir zumindest. Und er kann wieder selbstständig atmen angeblich nach seinen Schädelverletzungen. Das hört sich schon mal gut an. Ob er da jemals wieder irgendwie Formel 1 mäßig unterwegs sein kann, das ist natürlich eine Riesenfrage, aber ja, schauen wir mal. Wenn ich komme Grosjean hier näher, ich glaube sie gar nicht. Ah, vielleicht sein weißer Reifen, dass der ein bisschen nachlässt, obwohl wir wissen gleich bei der KI, dass es nicht wirklich so der Fall ist. Aber sagen wir es halt mal so.
Obwohl wir sind im Prinzip von Anfang an ein bisschen wegkommen von den Hintern auch. Ja, und da ich jetzt nicht so hundertprozentig eingeschossen bin und alles, bin ich jetzt nicht ganz auf Legende, sondern eine darunter. Schwer, glaube ich, heißt. Ich weiß nicht, mehr im Vergleich zum MotoGP. Warum habe ich da eigentlich im Vergleich zum Lotus einen Speed drauf? Das gibt's ja gar nicht. Da stimmt ja was nicht. Speed müsste doch stimmen. Da sind wir schon 11. Button hier 10. Mein Teamkollege von der Karriere. Ob es da weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Die zwei Wochen oder ob man auch jetzt einfach einzelne Grand Prix vielleicht zu fahren. Ah, er versucht zu sparen, aber ich glaube gehört. Deswegen ist so langsam gefahren wahrscheinlich. Und bis jetzt sind sie ja immer in der letzten Hälfte wieder mal schneller geworden. Auch hier bei der Mod, die KI. Zumindest bei den letzten 25% drin ist mir das extrem aufgefallen. Ja, die geht nochmal auch relativ voll. Okay, die Waffe doch ein bisschen langsam. So, wenn die KI jetzt gut wäre, würde sie mich da angreifen, aber macht sie nicht. Noch immer plus 7% on board an Sprit. Na, vielleicht zum Schluss dann mit den weichen Reifen mal schauen. Wir sind ja ganz gut unterwegs an und für sich. Ja, aber was ist denn da hinten los? Oder fahren die jetzt wirklich auf Spaß haben und drehen dann wieder voll auf? Das kann natürlich auch sein, das werden wir dann eh dann später merken. 27 Runden haben wir. So, um Runde 15 spätestens da aufwärts, dann werden sie wahrscheinlich wieder etwas schneller werden. Beim 25 ist es meistens, da ist meistens nur ein Boxenstopp und da ist es auch nach dem Boxenstopp meistens so, dass sie dann Gas geben. Konzentrieren, schauen wir jetzt mal da innen bleiben. Ja, da geht das auch voll, ja. Muss man nur sauber fahren, da geht das auch hier. Sieben Sekunden haben wir da auf Button. Gut, Quali hätte nicht gepasst, aber die Stärke in Grand Prix. Also sind wir jetzt ein bisschen weiter vorne, das passt schon. Kann man hier vielleicht doch auf Legende. Ja, fahren wir es mal zu Ende. Genau, fahren wir es mal zu Ende und dann werden wir das analysieren. Ob so auf Legende eventuell möglich wäre. Wenn ich hier in dem Bereich bleibe, auf 11, dann auf jeden Fall. Muss ich nach der Aufnahme gleich einmal nur anfangen, einmal die ersten paar Runden zum Fahren. Ach, jetzt gestreift die Bremse, bin ich behindert. Und dann, ja, 6,5 Button, da holen wir auch auf. Einfach mal ein Grand Prix starten dann und dann schauen, wie wir da so drauf sind. Mit dem Speed. Aha, plus 6 on board, okay. Ja, okay, ist ja klar, jetzt geht es ja nicht so schnell runter über 25er, weil wir ja länger fahren. Ist logisch. Also sind wir da relativ im Soll. Da werden wir nicht viele fette Runden drehen können, so eine Mal beim Boxenstopp, aber ist momentan ja nicht wirklich nötig. Und der 11 wissen wir jetzt, so jetzt schauen wir da mal. Ja, vorne die Reifen. Drei Runden fahren wir noch, schauen auch nicht mehr allzu gut aus. Und Kwiat jetzt hinter mir, aha. Was ist mit Lotus los? Oder spart er extrem Sprit und... Oh, 2 Sekunden quer. Ich glaube, der dreht gerade auf. Der hat schon den Turbo-Button gefunden.
Der wird uns gleich besuchen. Ich bin mal gespannt, wie die KI sich da anstellt, wegen Überholen. Aber ich glaube, Kwiat, ja, hat hinten den Lotus schon überholt und ist da sehr schnell gerade unterwegs, so wie es ausschaut. Ja, genau, die Kurve, genau. Habe ich doch gesagt, ich fahre mal raus. Ich habe es euch versprochen in der ersten Runde. Für das bin ich einfach zu dämlich, dass ich hier jede Runde schön durchfahre. Ah, ist egal. Wird auf die Bremse gestiegen hier. Und der Vollgaspassage, das ist natürlich auch sehr herrlich. Die sind gerade alle drinnen, ja. Sehr schön. Gut, aufhalten wird uns keiner, weil wir ja im Prinzip der Langsamere sind. Also von dem her ist das schon mal gut für unsere, für unseren Grand Prix an sich einmal. Ja, wieder schlampig hier, wieder die Kurve wieder. Das ist auch so bei mir. Keine Ahnung, was das Problem ist. Ja, für das sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. So, Kwiat ist mal dran. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Vorbeiwinken werden wir natürlich nicht. Wir werden aber auch keine Steine im Weg legen. Hinterher zieht aber gleich nochmal zwei mit ihm. Die was auch dabei sind. Ich glaube, ein Sauber, wenn mich alles täuscht. Sind natürlich mal rein theoretisch schneller wie ich auf jeden Fall. So, jetzt haben wir uns ein bisschen mehr konzentrieren hier. Mal schon mit Bianchi hier fahren. Nur zwei Runden noch, dann holen wir uns zweimal die Weichen. Da bin ich halt gespannt, wie uns da der Wagen liegt. Könnte interessant werden. Da kommen wir wieder ein paar raus, aber kein Problem für uns. Egal, was jetzt drauf haben, sie haben einen 9 drauf und sind definitiv jetzt schneller wie ich da vorne. Magnussen sehe ich da gerade. Bin jetzt einmal zwischen im Rennen, kurz einmal 8er. Ja gut, ist natürlich Boxenstopp-mäßig, aber... mal vielleicht kurz erwähnt nur. Ja, viel Neues sehe ich leider nicht bei Fans 2014. Die Lenkräder mit dem Display gefallen mir ganz gut, muss ich sagen. Ich bin gespannt, ob der Red Bull, ob die alle komplett das gleiche haben oder ob das wirklich so ist, wie es auch ist, weil der Red Bull hatte da relativ Standard-Cockpit ohne irgendwelche Leuchtdioden oder irgendwas direkt am Lenkrad. Das haben sie ja da vorne, irgendwo wo das Glas ist da. Fix montiert, nichts am Lenkrad. Und die ganzen Mercedes haben ja da so ein eigenes Display. Spannend, ob sie das vereinigt haben oder wirklich so gemacht haben, wie es auch in der Realität ist. Das bin ich schon echt gespannt. Ja, aber das müssen sie eigentlich. Das müssen sie eigentlich schon so gemacht haben. Ja, da könnte ich das Mercedes-Lenkrad reingeben. Beim Red Bull oder so. Das geht nicht. Oder auch beim Toro Rosso. Da kommt Massa. Den will ich nur nicht aufhalten. Na, fahr bitte vorbei. Ich lasse Massa. Ja, Massa, fahr vorbei. Es ist unglaublich, was die für ein... Da bleibt man schon fast stehen und er bleibt auch stehen. Das finde ich... Ja, das muss einfach... Das muss einfach passen. Das kann nicht so schwer sein. Ricardo noch erster sind wir. Rosberg mit der schnellsten Runde. Wir fahren jetzt auch in die Box. Ja, für unseren Grand Prix war das natürlich jetzt nicht allzu geil, dass wir den jetzt da fast im Stehen vorbeilassen haben. Ich meine, er ist einmal nicht in unserem Grand Prix, aber ich will jetzt der Mass auch nicht seinen Grand Prix da verhauen. Ja, okay, ich weiß schon, ist die KI und alles, aber... Ja. Ich versuche halt, das würden wir da jetzt in echt fahren. Tun wir mal so. Dann wird es gleich viel lustiger hier.
Zahlungsmasse, danach ein Bier oder so. Ja, Boxenschutz dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, das passt da. Was schauen wir da aus? Plus 6. Wunderbar. Alles optimal. Ja, wieder mal meine Kurve. Wunderschön, ja. Auch im ersten Teil schaffe ich es mal rauszufahren. Okay, die Zeiten sehen gut aus. Du kannst mit der Spitze mithalten. Ja, das wird immer so sein hier auf dem Kurs, egal welcher Ding das da ist oder welches Auto. Hier werde ich auch ein paar Mal bremsen, das ist auch klar. Aber gut. Wieso? So, jetzt fahren wir mal in die Box. Leider kann man auch, was ich so gesehen habe im Video, auch bei Fans 2014 wieder nicht selber in die Box reinfahren oder so. Selber lenken hier und alles. Naja. Optional wenigstens, dass man selber kann oder auch nicht. Aber gut. So, Boxenstopp hier. Von uns. Los geht's. Raus wieder. Auch das mal rausfahren und Boxenstopp schaut alles komplett gleich aus. So, 11, da waren wir eigentlich. Oh, Hülkenberg. Und da schießt noch wer daher. Oh, ja, ja, ja. Quiert, ja. Ja, das war's, weil ich... Was ist denn da wieder? Achso, was, Grosjean oder wer? Ja. Quiert, das war das Problem, weil ich da Ding Wasser vorbeilassen habe. Jetzt... Sonst werde ich jetzt definitiv vor ihm und vielleicht sogar vor Hülkenberg noch. Na gut, dann sind wir jetzt da mal im Fight. Oder wir versuchen es zumindest. So, Temperatur haben wir drin, das passt einmal, da brauchen wir nichts mehr schauen. Abrieb mal, jetzt bleiben wir mal im Benzinbild. Gut, das ist ein bisschen zu früh abgebogen. Schauen wir uns, was unser Marussia hier hergibt. Kommen wir damit Kwiat mit. Der hat jetzt die Orangenen drauf. Jetzt fährt er rüber. Oh, sorry. Warum wird er dann bergauf, wenn man so langsam? Hat er kein Erst gedrückt vielleicht? Na, schaut so aus, sonst wäre er ja schneller. Was macht er jetzt da quer? Jetzt fährt er Benzinsparmodus. Na, wie behindert ist denn das bitte? Das gibt's ja nicht. Wieso fahren sie nicht mehr oder weniger den gesamten Grand Prix halbwegs normal durch und nur ein bisschen, naja. Jedes Mal das gleiche. So, 12. Hülkenberg da vor uns. Wir sind noch relativ gut im Rennen. Noch sind sie nicht wirklich viel schneller geworden. Die nächsten 10 Runden wahrscheinlich, ne? Ja, bei den Meldungen werden sie jetzt auch nicht wirklich viel gemacht haben beim Boxenfunk, schätze ich einmal. Wenn sie schon nicht mal angekündigt haben, haben sie sicher nichts gemacht. Wahrscheinlich wird es noch 1:1 gleich sein. Na, ich bin gespannt, trotzdem. Genau, das habe ich gelesen. Man kann jetzt bei der Saison entweder nur 7 oder auch nur 14 Rennen fahren. Ob das jetzt, ob man die jetzt selber selektieren kann, weiß ich nicht. Aber die Anzahl auf jeden Fall, 7 oder 14 nur pro Saison, könnte man aussuchen, theoretisch. Was das für einen Sinn hat, weiß ich zwar auch nicht ganz. Ja, das ist ein bisschen kürzer und schneller, irgendwie, keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber das werden wir dann eh sehen. Auf jeden Fall kann man das. Weder nur 7 oder nur 14. Ja, alle natürlich sowieso. Aber ja, bin schon gespannt. So, wir sind hier noch tiptop dabei. Wenn es irgendwo einen Crash gibt, wären wir sogar gut für Punkte. Auf 12 noch. Einen Boxenstopp haben wir noch. Wann kommt der jetzt eigentlich? Ah, da haben wir Runde 19. Das geht ja gar nicht so lange. Da wird der Weiße dann schon niederbrechen. Also die zwei härtesten Mischungen an und für sich. Grundsätzlich einmal Orange und Weiß. Also von dem her...
sollte eigentlich eh nicht ganz so schlecht sein. Natürlich hier den Essens und so zieht es natürlich den Gummi runter, auch kein Thema. Ja, sehr schön. So, unter 14 von 27, da sind wir da bei der Halbzeit in der Gegend des Grand Prix. Ja, werde auch demnächst, kurze Info noch an alle, ja, Motorsport würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber es hat zumindest mit Fahren zu tun, unter Umständen auch, ja, so ein bisschen eine Simulations-Playlist werde ich da machen und einmal das eine oder andere anspielen. Und falls ich ja vielleicht bei den einen oder anderen Spiel die Begeisterung nicht in Grenzen halten kann, könnte man da natürlich auch dann ein bisschen mehr bringen. Also seid da gespannt, ganz schräge Spiele da am Start, und aber auch gute. Einfach mal angeschaut, wer da Lust hat vorbeizuschauen, ist dann demnächst herzlich eingeladen. Simulations-Playlist werde ich da anlegen. Demnächst, weiß noch nicht genau wann, aber ein Spiel habe ich schon mal aufgenommen. Ja, ist nicht nur was mit Fahren natürlich dabei, auch keine Frage, aber zu größtenteils, also keine Sorge, alles was mich so halbwegs interessiert, werde ich da vielleicht einmal antesten und dann schauen, ob es auch videotechnisch zum Hochladen das Ganze wert ist, werde ich dann noch entscheiden natürlich. Na, schauen wir mal. Vielleicht ja auch ein bisschen was zum Lachen dabei. Oder auch zum Weinen, je nachdem. Oh, da ist gerade unten wer vorbeigefahren, genau, da war gerade die Brücke. Auch lustig. Das denkt man eigentlich beim Fahren nicht wirklich. Man fährt so unter der Brücke durch, aber dass es definitiv als die Strecke so ist, das habe ich jetzt noch nicht so wirklich immer am Radar. Na, Grosjean ist da hinten noch relativ gut dran. 4 Sekunden habe ich da auf Hülkenberg. Auf 12 bin ich relativ gut zufrieden eigentlich. Na, wahrscheinlich müssen wir da auf Legende fahren, dass wir da realistisch hinten irgendwo unterwegs sind, aber so ist ja auch nicht schlecht jetzt. Fürs kleine Bianchi Special ist es ein bisschen vorne, ein bisschen weiter vorne dabei, das passt schon. Ist er da irgendwie mit, ich glaube über 200 km/h da abgeflogen? Weiß ich, war es jetzt wirklich da? Ich weiß nicht. Aber es war gelb und 200 km/h, weiß nicht, ob das, ja gut, kommt davon. Ich weiß nicht, die Stelle, wie die wirklich wäre, aber hinter dem Eriksen ist dann auch mit über 200 bei ihm noch vorbeigefahren, nach dem Abflug, habe ich gesehen. Also, puh. War aber hinten auf jeden Fall auch irgendwie sehr spannend, weil Eriksen war definitiv da ziemlich nah bei Bianchi dabei, also die hatten da auch einen guten Fight, so wie es ausschaut. Ja, und auf dem generellen Grand Prix Rosberg ist da ein bisschen der Reifen eingebrochen oder irgendwie ist da auf einmal langsamer geworden. Am Anfang hat es noch ganz gut ausgeschaut eigentlich. Dann auf einmal ist er meiner Meinung nach sehr langsam geworden. Hat die Balance überhaupt nicht mehr gepasst. Ich weiß nicht, was da bei ihm gerutscht ist. Ich glaube die Vorderräder, wenn mich alles täuscht. Hamilton hat eher ein bisschen hinten Probleme, aber... ja, ich weiß nicht. Hat ihm nicht ganz gepasst, glaube ich. Ich glaube, im Trockenen wäre es auf jeden Fall interessanter gewesen. Also da hätte, glaube ich, Rosberg mehr Chancen gehabt fast. Weil da kann er nicht so leicht überholen hier in Suzuka.
Aber jetzt zumindest zweiter ist schon mal besser wie in Singapur. Jetzt ist, da ist nicht so viel passiert mit den Punkten. Aber jetzt muss er mal wieder Rosberg zuschlagen, schon langsam. Im Endeffekt letztes Rennen Abu Dhabi mit den 50 Punkten. Was ich persönlich noch immer ein bisschen für einen Schwachsinn halte. Nur ein bisschen die Spannung, oder die WM länger am Leben zu halten, falls einer davon zieht. Aber gut. Ja, ist halt so. Mal schauen, ob sie es wieder irgendwie ändern einmal oder so, oder wie immer. Hier außen schon sehr die Gummiwurzeln da. Ja, das ist die doppelte Punkte zum Schluss. Naja. Gut, das haben wir dann natürlich nächstes Jahr auch. Im Spiel. Durchaus auch eine interessante Komponente. Ich bin auch gespannt, ob wir die Gänge da schon bei der Karriere auch vorher einstellen müssen. Und dann einmal in der Mitte, glaube ich, kann man es ja nochmal nachjustieren. Oder so irgendwie funktioniert das. Ob das dann auch... Ob wir da auch vor der Saison uns für die Gänge festlegen müssen, das muss ich mir dann aber wirklich ganz genau anschauen. Wie man das am besten macht dann. Muss man eine halbwegs neutrale Abstimmung finden. Oder man geht, ja, weiß nicht, ob das viel bringt, wenn man da auf entweder mehr Speed geht oder irgendwie oder von unten raus. Weiß nicht, und dann oben dafür ein bisschen länger übersetzt, das ist so eine Frage dann. Kommt natürlich auch auf die Kurse drauf an im ersten Ding. Aber gut, werden wir das sehen in unserer Karriere. Ja, und ich hoffe, das ist nicht die einzige Änderung, was da gesagt haben, mit den 7 und 14 Runden, Rennen, was man fahren kann pro Saison, wenn man nicht die komplette fahren will. Ob das hoffentlich nicht die einzige Änderung ist, das wäre natürlich sehr traurig dann. Vorne Hülkenberg fährt man ein bisschen davon, aber nach hinten, die kommen mir auch nicht näher, witzigerweise. Aber jetzt schön langsam soll die Phase eigentlich sein, wo die KI ein bisschen schneller wird. Aber auch nicht alle, glaube ich. Ja, hier Bianchi die Nummer 4 drauf. Ist einmal grundsätzlich schon seit langen oder eigentlich schon seit immer zufälligerweise auch meine Lieblingsnummer. Ich komme in die Box, ja. Diese Kurven, die dann immer langsamer werden, diese Schneckenkurven, die liegen auch nicht wirklich. So, die habe ich jetzt halbwegs da. Ach, schon wieder erst vergessen, wenn wir rauffahren da. Eieiei. Na, das ist gerade vor und hinter uns, 5 Sekunden nichts los. Schauen wir mal, ob sich nach dem Boxenstopp ein bisschen was tut. Wir schauen natürlich, dass wir mit Bianchi hier schön ins Ziel kommen. Einen super 12. Platz, das wäre natürlich schon ein Traum. Na, 39, da sind wir natürlich meilenweit entfernt. Aber zum Schluss dann die Weißen, da könnte man natürlich... Jetzt liegt natürlich schon um einiges besser der Wagen, nicht, wenn er nicht so schwer ist. Diese brutal die Kamera. Ich weiß nicht, ob bei der Mod, ob man das mit dem Lenker auf einmal nicht mehr sieht, oder ist das, keine Ahnung, was da los ist. Seine
Probieren wir sie mal im Cockpit. Jetzt haben wir Kurse halbwegs Indus haben. Geht das schon, glaube ich, halbwegs. Sogar hier die, ja, natürlich mit dem vollen Tank trägt es dann auch ein bisschen raus und dann mit den harten Reifen am Anfang. Ah, okay. Ah, die war ein bisschen scheiße. Und die sieht man von da hinten nicht so optimal. Fahren wir lieber wieder so. Von der Höhe. Da müssen wir ein bisschen mehr üben fürs Cockpit. Da habe ich den Einlenkpunkt nicht wirklich jetzt gesehen im Cockpit drinnen. Die Kurve hängt nach unten. Aber da sind ja hinter links am Radar, sieht man eh, die sind da weit hinten. Da fahren zwar zwei hintereinander, aber Quir da wieder vorbei, da an Grosjean anscheinend. Und 20! Ha. Ja! Stimmt, ich habe ihn vergessen! Da werden die Leute schon zu Hause fahren... Oh, um Gottes Willen, bin ich jetzt da reingefahren? Nein! Vor lauter Schauen, wo ich die... die G-Taste da auf meiner Logitech habe, wegen einem Ding... Uiuiui, habe ich da eh keinen? Nein, nichts kaputt. Gott sei Dank. Und wieder raus. Letzter Boxenstopp war das jetzt. 3 Sekunden. Perfekt. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. So, jetzt 14er. Habe ich doch glatt wieder den Boxenstopp übersehen. Das gibt's ja nicht. So, jetzt hier mit dem frischen und den frischen Reifen und dem leichten Auto. Jetzt wird es da hingehen. 38,6, sensationell hier. Du liegst knapp vor Maldonado. Geht auch die Kurve, wenn man sich konzentriert. So, jetzt sollten dann auch die letzten auch wieder drin sein und dann sollten wir dann Boxenstopp bereinigt wieder unterwegs sein. Jetzt schön langsam. Spätestens jetzt eigentlich sollten dann die letzten drin gewesen sein. Perez und wenn ich dazu so rankommen, werden die wohl jetzt... Nein, die können nicht reinfahren, das gibt's ja nicht. Warum ist jetzt... Achso, der war generell hinter mir, Perez. Die haben mich aber da jetzt... Wird das wirklich nicht reinfahren? Ach, bremst nicht da hinten. Irgendwie gut abgezogen. Ja. Volle Drehzahl, das machen sie immer zum Schluss, ist klar. Ich nütze das volle Airs. Plus 3 haben wir auch noch, das schaut gut aus. Jetzt liegt auch der Marussia nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Wenn er leichter ist. Ah ja, eins ist mir auch aufgefallen im Video. Der Sound, muss ich ehrlich sagen, klingt nicht so gut wie hier bei der Mod, bei F1 2014, beim Originalspiel, was ich so im Video gesehen habe. Das macht mir auch Sorgen, denn der Sound wäre schon wichtig, weil der ist schon extrem geil hier. Das wäre dann auch nicht so
der Burner, muss ich sagen. Doch hier nicht näher kommen. Ah, die fahren schon länger, die haben da die Orangenen drauf, Berries zumindest. Ja, dann muss ich jetzt meine Chance nützen. Na, wie das erste am Anfang vergessen, wir sind Sektor. Oh, 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 ganz böse aufgesessen am Körper da hinten. Oh. Mal kurz der Puls auf 300. 37,6, Rosberg haut auch einer nach der anderen raus. 40,6 von uns. 3 Sekunden aber nur mehr langsamer. Nicht mehr 3,5. Da hinter uns Maldonado. Im Lotus. Also wenn ich schon ein langsames Auto fahre in der ersten Saison bei der F1 2014, glaube ich, dann werde ich den Lotus nehmen, wenn ich den kriege. Das muss einfach sein. Ja, endlich! Das erste Mal DRS hier! Da sind wir schon über Grenze drin. Da haben wir natürlich rennabstimmungsmäßig das Ganze so abgestimmt. Das ist okay, wenn man nicht wirklich viel DS bekommt. So, Grosjean. Konzentrieren jetzt. Ein bisschen weniger reden. Genau, hier wieder aufpassen, was uns vorher geschleudert hat. Ah, okay, das hat er gut gemacht, Grosjean. Da kommt er jetzt nicht wirklich ran. Kann überholen. Jetzt fährt er wieder den Spend. Was geht ab? Da fährt den Benzinsparmodus und kommt den Hügel nicht hoch. Ich glaub's ja nicht. Gut, haben wir jetzt eine Wohlmodell wieder gesehen. Und einen langsamen Perez. Ah, da ist er. Auch er hier anscheinend im Benzin. Oh, sorry. Oh. Hat er den Flügel abgefahren oder wie? Ach du Scheiße. Aber nicht viel passiert, wenn maximal ganz leicht angestutzt. Runde 25, 27 haben wir schon hier bei unseren 50% Race. Das kleine Bianchi Special hier in Suzuka. Ausgerutscht, schon langsam wird jetzt unser Weiß auch ein bisschen nachlassen wieder. Schauen wir da mal rein. Ja, ist noch halbwegs, noch nicht dramatisch, aber neigt sich schon Richtung Ende eher. Auch noch nicht so dunkel, braun, das geht eigentlich. Ich habe beim 9214 wieder mehr Farbenwünsche, so ein bisschen. So grün, gelb, orange, rot, das war schon geil irgendwie. Dass das irgendwie ein bisschen besser optisch gleich zu sehen ist im ersten Blick. So wie schon mal war. Eh so übergehend auch, das ist eh klar, nicht nur vier Ding, aber das wäre geil.
Das wäre nur so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz, der mir gefallen würde, persönlich jetzt. Aber es ist nicht so wichtig. Da gibt es wichtigere Dinge. Gespannt, wie sich das anfühlt. Da haben sie auch wieder ein bisschen was gemacht an der Physik, glaube ich. Obwohl das grundsätzlich jetzt so rein vom Fahren her ist, ohne KI mitzuberechnen. An und für sich ganz geil ist, muss ich sagen. Zwei Runden haben wir noch. Barris hinter mir, Hülkenberg vor mir. Bin wieder auf der 12, ja. Wäre ein gutes Ergebnis hier für Bianchi. Das kleine Aufheiterung. Vielleicht gedacht. So, rauf hier wieder mit ERS. Gehen wir wieder in Benzinmodus, dass uns da nichts passiert. Da können wir jetzt in der letzten Runde nochmal einen raushauen. Und den Benzin verheizen. Und nach vorne ist nichts, nach hinten auch nichts. Dann bleiben wir auf normal. Fahren wir auf Öko-Modus. Ja. Nein, es ist einfach egal. So, letzte Runde hier im Bianchi Special. B12, schaut ganz gut aus. Ja, und haben wir schon über die Linie, da hätte uns fast schon überrundet, schon langsam. Weil wie schnell die Mercedes da unterwegs sind. Ich glaube, einmal muss ich jetzt noch hier mit dem Mercedes auch einmal einen Grand Prix noch fahren. Wie der so liegt. So, gehen wir jetzt noch einmal im Turbo-Modus hier bergauf. Und erst haben wir nochmal alles raus, was wir haben. Und runter. Und über die Ziellinie. Hallo Jungs, ich bin heil ins Ziel gekommen, Gott sei Dank, hier wenigstens im Spiel. Da freuen wir uns, ja. Jetzt muss ich gleich dann reinschauen, ob das das richtige Helm ist oder was da los ist. Warum der die englische Fahne da oben hat. Falls das richtige Helm ist, vielleicht weiß das wer. Also die britische Fahne, obwohl eigentlich ein Franzose ist. Laut der Fahne da, genau. Und Hamilton gewinnt vor Ricardo Rosberg. 21 Sekunden Rückstand. Was ist denn da los? Ja, da ist aber auch einiges schief gegangen bei Nico Rosberg anscheinend. Aber Lewis Hamilton hat der Ricardo anscheinend geschafft. Aber Ricardo bärenstark, nur 2 Sekunden hinter Hamilton. Also das muss ich sagen, pja, Respekt. Respekt, Daniel Ricardo. Bin gespannt, ob es bei F1 2014, ob da Ricardo auch so gut ist oder wie sie eingestuft sind. Aber hier gefällt er mir richtig gut. Ja, bei der Mod ist definitiv Hamilton der Stärkste. Der wird auch bei meiner Karriere wahrscheinlich Weltmeister werden. Obwohl wir gesehen haben, dass die Punkte nicht allzu weit auseinander sind, ist er trotzdem vorne und wird schwer. Ja, Vettel dann Vierter, Alonso, Räikkönen,
Die sind da relativ hintereinander ins Ziel gekommen. Sehr schön Massa Botta aus die Ben Williams. Sehr schön wunderbar. Magnussen und Button, ja alle im Pärchen hier unterwegs. Und Hülkenberg geht leer aus. So, jetzt schaue ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich dann mit der schnellsten Runde 1 Dani Kwiat 1.408, ich habe 1.406 mit der allerschnellsten Runde. Der war doch da auch hinter mir mal, jetzt ist er nur 17 da, das verstehe ich nicht. Button 39 für die schnellste, ja vielleicht zum Schluss die Weichen, okay, das kann man jetzt nicht so sagen. Ja, das war's einmal. Ach so, es ist ja nicht die Karriere, deswegen sehe ich da nicht die... Deswegen sehe ich da nicht, wie die... wie es jubeln und so. Das ist anscheinend nur bei der Karriere, so wie es ausschaut. Ja, hier der Marussia. Ist jetzt gar, glaube ich, nicht die aktuelle Lackierung. Jetzt der von der Mod natürlich. Aber von welchen Rennen oder wie die kleine Veränderungen haben, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber gut, gehen wir nochmal rein in den Grand Prix und schauen wir mal... Achso, da sieht man den Helm nicht. Aber hier sieht man mal Jules Bianchi, da sieht man sonst eh nicht so oft. Max Chilton. Schauen wir da rein, da müsste man den Helm eigentlich auch sehen, theoretisch. Fahrerinfo. Helm auswählen. Achso, shit, da sind ja die. Ah, Max Chilton, sag ich doch. Das ist der falsche Helm. Eieiei. Ah, vielleicht durch die Mod irgendwie, dass es bei Marussia verdreht worden ist. Okay, alles klar, das ist Max Chiltons Helm gewesen. Und das ist eigentlich der Helm von Jules Bianchi. Okay, na wunderbar. Dann werde ich den aus kleinen Tribut mal hier aktivieren, dass falls ich noch das eine oder andere Rennen in der Karriere fahre. Jetzt kommt ja sowieso, glaube ich, Monaco. Kommt, da schauen wir gleich einmal rein, alle gemeinsam. In die Karriere. Ja, Young Drivers Days, was wir gleich gelesen haben, gibt es da ja auch nicht mehr. Beim 2.14er, da gibt's nur, da fahren wir immer nur irgendwas eine Runde oder ein Rennen oder keine Ahnung und da wird man eingestuft. Aber ich stufe dann den Key sowieso selber ein, also brauche ich das eigentlich an und für sich eh nicht, aber schauen wir es uns einfach mal an. Es kommt Monaco. Ja, Spanien muss ich natürlich überspringen, weil da das Spiel danach abgestürzt ist und warum auch nach der Zieldurchfahrt nicht gleich speichert, weiß ich wahrscheinlich auch das Spiel selber nicht, aber gut. Ich werde es auf jeden Fall nicht mehr fahren, deswegen stimmt auch dann an WM-Stand leider nicht mehr ganz so. Aber egal. Ja, das könnte ich mir noch trotzdem optional überlegen, Monaco mit dem McLaren. Ja, das war's jetzt. Ich werde jetzt nochmal kurz reingehen ins Zeitfahren und mir mal die anderen Cockpits alle durchschauen, ob es jetzt an der Mod liegt, dass man da nie das über den Helm das Lenkrad sieht. Das finde ich dann ein bisschen blöd. Es war gut, dass man da mehrere Perspektiven hat, aber dass ich da das Lenkrad nicht sehe. Das ist definitiv bei der Fans 2014, glaube ich, der Fall. Zumindest die, was ich gesehen habe, dass man da schön das Lenkrad sieht mit Display und so, auch wenn man da über der Überhelmkamera unterwegs ist. Aber gut. Ja, mit den Bildern vom Marussia von Jules Bianchi darf ich mich für dieses kleine Special und mit den Genesungswünschen für ihn verabschieden und ja, es geht auf jeden Fall weiter und bald kommt Events 2014. 17. Oktober kommt raus und da werde ich auch dann wohl oder übel ziemlich bald, wenn ich nicht gerade blöd irgendwie mit Nachtdienst oder so, dass es gerade nicht so ausgeht, aber 18, allerspätestens 19, dann bin ich da sicher mit dem ersten Part am Start schon. So viel einmal, definitiv. Ja, dann nochmal danke fürs Zuschauen. Das war das Special mit dem Marussia. Bis bald. Ciao, ciao.